Ja, wir sind hier am Plattenbach in St. Georgen, ein Projekt, wo eine optimale Planung stattgefunden hat. Und wir haben da bisher in dieser Gemeinde Glück gehabt. Es hat Überschwemmungen gegeben. Und das Überschwemmungsbild ist insofern eines, das, wenn es wirklich passiert, ein sehr großes, weil wir eine sehr flache Gemeinde haben. Das heißt, wenn Wasser austritt, ist es großflächig in der Gemeinde. Die Ereignisse der letzten Jahre haben ja gezeigt, aus den kleinen Plattenbach nicht was für reißender Fluss da entstehen kann. Nicht? Und darum bin ich froh. Wir haben ca. 90 Liegenschaften da unten, nicht? Was dann durch diesen Hochwasserdamm geschützt werden. Das Projekt besteht eben aus einer Kombination aus Rückhaltemaßnahmen. Und hier stehen wir eben im Bereich des geplanten Rückhaltebeckens, wo ein 11 Meter hoher Erddamm die Wassermassen vor dem Ortseingang zurückhalten soll. In weiterer Folge gibt es dann im Ortskern Linearmaßnahmen mit geringer Höhe, das ist der Vorteil, und die Möglichkeit und den Platz, das Gewässer erlebbar zu machen und zu gestalten. Und darum ist es wichtig, auch in dieser Gemeinde diese Maßnahme zu setzen. Sie kostet 3,6 Millionen, aber im Verhältnis zu den Schadensbildern der nächsten Jahrzehnte oder 100 Jahren ist es trotzdem etwas, was dringend notwendig ist.